Gerade. Schlag von außen. Schlag von innen nach außen. Nochmal Schlag von innen nach außen. Schlag von oben nach unten. Schlag zur Mitte zweimal. Und so. Folgendes ist zu beachten. Wir arbeiten aus einer ganz normalen Mitteldistanzdeckung heraus und versuchen die Ellbogen so wenig wie möglich zu bewegen. Das ist bei der Deckung grundsätzlich richtig. Warum? Bewege ich die Deckung, verleitet das den Gegner unweigerlich, wenn er ein gutes Auge hat, zu finden. Er wird Folgendes machen, er wird oben schlagen, er wird anschließend unten schlagen, weil ich beim ersten Schlag meine Deckung hochziehe und er darauf wartet, dass er dann stärker unten reinschlagen kann. Also ganz klassischer Fehler machen wir nicht, weil wir bleiben ziemlich neutral stehen, aber orientieren uns an der Mitteldistanz. Ja, grundsätzlich, da kommen wir später noch intensiver drauf, je enger ich am Gegner bin, bis zum Clinch, desto enger ist meine Deckung, je weiter ich rausgehe, desto weiter wird auch meine Deckung. Ganz normale Mitteldistanz ist im Grunde genommen so, dass ich mit einem langen Arm erreichen kann und wir hier Kontakt aufnehmen können oder könnten. Also nochmal für die Anfänger, gerade, egal. Je weiter ich von dem Gegner weg bin, desto weiter ist auch meine Deckung. Warum? Ich will auch Beintechniken beantworten können und die Notwendigkeit ist ja auch gar nicht da, mich so intensiv zu schützen, wie ich das später in den Fight tue. Je näher ich an den Gegner drankomme, desto eher werde ich dann Kontakt mit ihm aufnehmen, meine Deckung wird enger, versuche mich komplett zu schützen, bis hin zum Infight, wo es in Clinch dann beispielsweise geht, hier oder wie auch immer. So, wir lösen uns wieder, kommen aus der Position heraus, hier gebe ich auf und kann jetzt vielleicht in der Distanz, die deutlich über die lange Distanz hinausgeht. Lange Distanz heißt, wo ich zum Beispiel mit langen Beintechniken reinkomme, über die lange Distanz kann ich mich sozusagen vom Gegner überhaupt verabschieden. Dann sind wir wirklich ausgeglichen, ich bin mit dem Konflikt aus dem Weg gegangen. Möchte ich, dass ihr partnerweise Folgendes macht, nämlich diese Annäherung und das Wiederauseinandergehen, bis hin zu der völligen Aufgabe oder beziehungsweise dem kompletten Ausweichen, nämlich ich gehe vom Gegner weg. Das bestimme ich jetzt allerdings nur nicht alleine. Jetzt macht ihr mit Partnern Folgendes, ihr verändert das immer wieder. Jetzt bin ich zum Beispiel der Angreifer, ich gehe auf den Simon zu, er nimmt Kontakt auf. Oder Simon ist der Angreifer, ich nehme Kontakt auf. Ja? Jetzt sage ich, ich verabschiede mich von ihm, nehme die Distanz auf, hier bin ich weit genug weg, um wirklich wegzugehen, weil ich habe im Auge. Jetzt lässt er das aber nicht zu, sondern er rückt nach. Es steht wieder das gleiche Spiel. Ich versuche wieder Kontakt aufzunehmen. Was ich jetzt technisch hier ausmache, darauf kommen wir gleich. Wieder, wir versuchen Distanz aufzunehmen. Jetzt sage ich, gut, jetzt bin ich weit genug weg. Ja, in der Regel redet man natürlich auch noch miteinander. Hier ist die Distanz weg. Jetzt gehe ich wieder auf ihn zu. Er überbrückt die Distanz und nimmt Kontakt auf. So, bis hin zum Beispiel zur Infallfunktion. Wieder aufbauen. Jetzt kann ich mich komplett lösen.
Körper steht. Das Ding kann man sehr, sehr schön anfühlen. Ja. Und wie ich das vorhin sagte, aufpassen wir darauf, dass ein Beinschädel entsteht. Und in einem absolut überwiegenden Teil der Fälle falle ich eben. Ich sollte also keine Energie darauf verschwenden, zu glauben, ich könnte stehen bleiben. Weil in der Regel falle ich eben. Je ungeübter derjenige ist, desto eher wird er sich sogar festhalten. Ja, und ich werde eh fallen. Stehen bleiben ist dann nicht so angezeigt. Nochmal. Hier. Also dort ist es eben. Sind wir uns nicht. Und jetzt achte ich sogar mal drauf. Führungsseite. Führungsseite gleich wie. Hier, Zwiebel beispielsweise. Würde ich rein hier zum Seitstreckhebel. Zum Seitstreckhebel. Fixiere. So lange wächst es zum Beispiel, wenn ich raus will. Oder hier auf die Bewegung und sage, gut, jetzt investiere ich nochmal neu. Komm, sage ich für ihn ab. Wie auch die Stimme. Das ist die gleiche verfahrene Situation, alles probiert, nicht geklappt. Jetzt kommt es auf die Seite an, Gleichgewicht brechen hier. Sicheln. Ja, ich hole mir den Kopf hier. Jetzt ist sie hier zur Seite. Das ist der normale Seitstreckhebel. Zieh mal an. Bizeps, ja. Wird schwierig. Erstens, wenn er dagegen hält, brauche ich meine Beine. Zweitens, ich belaste über die Oberschenkelinnenseite. Drittens, wenn wir zu doof belasten, hier. Zieh an. Geht gar nicht, ne? Gewinnst du mehr Freiheit dadurch, wenn ich dich hier auslasse? Nicht wirklich, oder? Ja. Fixiert. Was hatten wir hier im Aufstehen? Belasten. Hier. Handbeugehebel. Armbeugehebel aufstehen lassen. Fixieren. Und abführen. Sein Schreckhebel, kann ihn schon anlocken, zum Beispiel durch Fersentritt auf Solarplexus. So, jetzt bin ich hier, weil er hat schon einen mitgekriegt, in den Armheugehebel reingegangen und schiebe jetzt die Hand sozusagen hinter seinen Rücken. Dahin. Und jetzt eigentlich nur die eine Hand. So, wenn ich ihn Dauer belasten will, beziehungsweise ich muss den irgendwo hinbringen, ja, dann kann ich ihn hier Dauer fixieren. Versuch mal rauszukommen irgendwie und irgendwas. Schwierig, ne? Zusätzlich kann ich durch Einknicken hier noch einen Hürger aufbauen. Ja. Okay?